Hallo, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Partie FIFA 18 mit dabei bei Holstein Kiel in der Karriere. Ja, ich war ein bisschen dusselig gerade durcheinander. Ja, Freunde, mein PC ist kaputt und das heißt, ich kann nur noch Thumbnails vom Handy aus erstellen. Da klar gibt es dafür auch Apps, die werden natürlich nicht so schön, als wenn man das mit GIMP machen. Deswegen habt Nachsicht und ja, es dauert eben halt, bis der PC dann wohl wieder heil ist. Das ist eben halt so. Ne. Was die ja, oh, Stunde, kein Zombie. Ja, ist so, PC kaputt und dann muss ich auch tatsächlich auch alles, nein, muss ich tatsächlich auch alles über Handy machen und eben halt auch Monetarisierung und Bearbeiten über Handy. Das hatte ich ja vorher immer alles schön über den PC gemacht. Jetzt habe ich mal ein bisschen Zeit, mich mal damit auseinanderzusetzen, wie es ist, denn mal YouTube-Videos dann eben halt mit dem Handy zu bearbeiten. Das geht tatsächlich auch und ich finde es auch gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Also ich weiß nicht, ich finde es nicht so schlimm. Nö, finde ich nicht schlimm. So, das dazu. So. Ach so. Ja. Beim letzten Spiel hatte ich ja immer die Torhymne von Holstein Kiel mit eingespielt. Ihr könnt mal dann in den Kommentaren darüber was schreiben, wie ihr das denn so fandet. Weil ich habe eigentlich vor, das auch weiterhin fortzusetzen. Wenn ihr es cool fandet, dann lasst einen Daumen nach oben da. Oder. Ja. Sag mal, hat Greuther Fürth nicht immer. Okay, ich dachte, die sind immer heimwärts immer grün. Ja, lasst einen Daumen nach oben da oder schreibt was in den Kommentaren. Oder einfach, wenn ihr mich nicht abonniert habt, dann abonniert mich doch einfach, denn ich habe eben auch tatsächlich sehen können an dieser App, dass ich glaube, ich will nicht lügen, ich glaube, von meinen ganzen Zuschauern, die da sind, auch jetzt auch mit den ganzen Stadien, Videologs und so, dass tatsächlich 98% davon Nicht-Abonnenten sind. Das könnt ihr doch einfach mal ändern, indem ihr mich abonniert, oder? Also das würde ich total toll finden. Das würde mich total freuen, wenn ihr mich cool findet einfach. Wenn ihr mich nicht so cool findet, trotzdem abonnieren. Das würde mich total freuen. So, und jetzt wollen wir loslegen hier beim Spiel Greuther Fürth gegen Holstein Kiel. Wir spielen wieder mit Holstein Kiel. Und ich bin total. Ach so, es hat ein Update gegeben. Habe ich gesagt, habe ich das schon gesagt? Es hat ein Update gegeben, Freunde. Ich weiß eben halt aber noch nicht, wie gut das Update ist. Ob das nun eben halt was damit zu tun hat. Das soll mal im Spiel passieren. Ob es was damit zu tun hat, auch mal was im Schwierigkeitsgrad gemacht worden ist oder so, das ehrlich gesagt weiß ich nicht. Wäre mal schön. Wahrscheinlich gehe ich dann auch komplett in der Legende unter, aber hey, das ist eben halt so. Das ist Fußball, man kann nicht immer noch gewinnen. Außerdem ist sowieso der Zauber von Holstein Kiel ganz im Ernst. Ich glaube, die werden noch einen kleinen Dämpfer irgendwann mal kriegen. Das wollen wir mal nicht hoffen. Ich wollte ihn eigentlich als Pass geben, so und dann Torschuss und Tor. Nein, das will ich nicht hoffen. Aber durchmarschieren, ganz im Ernst, ist es nicht ein zu großer Traum, wirklich? Was kommt als nächstes? Deutscher Meister? Das ist, ja, das ist hier die Frage dabei, ne? Was kommt als nächstes? Hätte mich dann schon mal interessiert, so. Für Champions League-Sieger in 2 Jahren? Freunde. Ja, mit Pokalsieg gegen Mainz. Ja, ist halt so gegen Mainz. Ist schon ein alter Hut mit Mainz, ne? So, und los geht's. Ja, guck mal, da könnt ihr sehen, einer, der mich hier abonniert hat, der ist natürlich ein bisschen besser da gewesen als ich. Ja, dann ist das halt so, ne? Dann ist das eben so. Auch ein schickes Bild, denn, ne? Wenn man das so dann mal so als Thumbnail so. Das glaube ich nämlich mal so an als Thumbnail. Natürlich sind die Handshakes immer das Beste, glaube ich immer. So einfach von Fairplay-mäßig und so. Ich finde, Fairplay im Fußball muss sehr, sehr groß geschrieben sein. In jedem Sportart tatsächlich. Überall Fairplay. Das ist immer ein Spaß, immer ein Hobby, immer eine Freude, so eine Sportart durchzuführen. So. Konzentration jetzt hier. Ich bin ein bisschen hinten dran. Ja, da komm. Ein bisschen Schwung hier reinbringen. Ja, haha. So, das Hinspiel in wirklichen Leben ging 3 zu 0 aus. 3 zu 0 tatsächlich, ne? Ja, wahnsinnig hoch. Oh, hahaha, klasse. Sehr schön. Ja, aber wenn man so geile Pässe spielt, ich finde, ich glaube, ich könnte was weiß ich was spielen. Ich glaube, wenn die Pässe ankommen, dann. Wenn die Pässe ankommen, dann kommen die Pässe an. Und dann sind die Dinger drin. Das ist ganz einfach. Schön.
Es ist immer so skurril, wenn die Fans irgendwie auf Wiedersehen rufen, wenn man auswärts spielt und führt. Oh, der King. Oh, was. Aber Weiland jetzt schon müde, wa? Das ist ja unglaublich. Die Strapazen der Winterpause. Was habt ihr bloß gemacht? Mount Everest bestiegen oder so? War ja erst Winterpause im Spiel. Oh, das ist schön. Ach, schade. Auch der Duck schon so müde. Die Fans sind da. 10 Applaus für Greuther Fürth. Wunderschön, wunderschön. Komme ich auch gerade nicht an. So. Aber wenn man Fußballgott hat, dann hat man eben halt einen Fußballgott, ne? Und, komm. Der träumt noch ein bisschen. Der denkt nicht, dass ich ihn wiederholen möchte. Der denkt, ich gehe zurück. Ernsthaft? Wofür soll es denn da jetzt. Wofür hat es denn jetzt Vorteil gegeben, Mann? Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Bedräng ihn. Reiz ihn. Yeah, weg der Ball. Chop. 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 Oh, sehr schöne Pässe. Leverenz auf Marvin Ducksch. Kommt er nicht gut schnell genug hinterher? Und Feuer. Oh. Eine brettharte Abwehr. Mein lieber Freund, du. Meine Fresse, du. Der Tom Weiland. Und dann. Wams, genau in den Abwehrspieler hinein. Der Torwart hätte ihn, glaube ich, nicht mehr gekriegt. Jo, ein bisschen gezeigt, was man so kann. Ist ja auch mal wichtig, ne? Nicht so wie Dembélé, der sich da noch vor Barcelona blamiert hatte damals. Nach seinem Verkauf an Barcelona. Dieser Drückeberger. Ja. Ach komm schon, den Ball kann man ruhig mal haben. Sag mal, sind wir so müde und erschöpft oder was? Das ist doch nicht mehr normal. Ich komme da nicht hinterher gelaufen. Sehr schön. Ich dachte schon, der Pass wäre eine Fehlentscheidung. Im Endeffekt war es auch. Aber wäre schön gewesen, wenn es so weitergegangen wäre. So, dahin geht der Ball. Oh, da wollte ich jetzt eigentlich nicht so hinpassen. Da schon er. Lauf doch durch. Lauf durch. Da kann doch nicht sein, dass er da den Schindler in der Mitte anpasst. Mann. Der war eigentlich. Oh, Mann. Oh. Sowas nervt einfach irgendwie. So, lauft euch mal frei hier. Oh, schön. Oh, geil. Ich liebe das, wenn er trifft. Ich, weil, wie gesagt, er hat sehr viel mehr Tore verdient, der gute Mann. So ein toller Spieler. Das war wirklich sehr nice. Abgezockt die Flanke, so gut freigelaufen. Auch ein sehr schönes Kopfballtor. Sehr, sehr schön. Dankeschön, Schindler. Das hast du schön gemacht. Das hat mich komplett erfreut. Nur die Schüsse aus Distanz für mich einfach nur. Ich glaube, davon habe ich gerade mal einen gemacht oder so. Richtig außer Distanz. So jenseits des 16ers. Diese Tor mache ich auch total gerne. Ich mache diese. Ah, das Lupfen, das muss ich nochmal verdammt nochmal lernen, Alter, ehrlich. Und so viele schöne Tore mitmachen können. So, Halbzeit. Wir werden mal gucken, was mein Kader sagt. Die sehen jetzt ein bisschen schwächlich aus, alle.
Ja. Bisschen besser spielen, Freunde, dann habt ihr das auch. Dann müsst ihr auch nicht pfeifen. So eine sehr, sehr schöne Wiederholungen, finde ich einfach, ne? Das ist, die picken sich da echt schon schöne Momente dabei raus. Da könnte auch mehr Werbung draufstehen auf der Jacke hier, ne? Von Holstein Kiel. Vom Trainer. So, oh, die sehen ja jetzt schon sehr, sehr müde aus, Freunde. Wen nehme ich raus? Oh. Peitsi ist noch ziemlich fit. Ich nehme mal den Kind Zombie rein. Wieso steht der als, eigentlich als Innenverteidiger da? Ganz offensiv nach vorne. So. Mensch. Die FIFA-Krankheit. Immer dann ein Frosch im Hals. Wahrscheinlich rede ich sonst nicht so viel. Und direkt geht es weiter. So, Aaron Seidel reingekommen. Oh, der ist ja für die U21 nominiert, ne? Tatsächlich, wie schön, oder? Für die EM-Qualifikation. Toll, oder? Vielleicht wird er ja auch mal was super Tolles, dann erfolgreich und so. So jung und dann... Entschuldigung. Ich hab auch jetzt kratzt es auf einmal auch noch im Hals. Nein! Nein! Oh! Ja, wir brauchen eine Abwehr, wenn man Kronheim hat, oder? Ganz im Ernst, der Typ ist dem Bombe. Oh. Nein! Ach, Freunde. Naja, lass mal die Kräuter, Fürther, die Fürther. Sie fuhren Fürth und kamen nie wieder, ja, lassen Sie sich, ja, die sollen sich doch mal freuen können, ne? Die dürfen sich auch mal freuen. Die Freude wird nicht lange halten. Das sag ich euch gleich, Freunde. Direkt wieder in den Angriff übergehen. Und es geht weiter. Ich hab's euch gesagt, ne? Hab ich's gesagt? Will er nicht hinlaufen jetzt? Na, lass mal laufen. Das kommt so vor, als wäre ich jederzeit in der Lage, ein Tor zu schießen. Nein, das war wirklich gerade echt perfekt. Dass ich gerade auch so gespielt habe, dass da wirklich drei oder vier in der Mitte mitliefen. Das, also, oder drei in der Mitte mitliefen. Das hat echt gerade gut gepasst in dem Moment auch. Fand ich mega. Ja. So solche Zufälle soll es geben, ne? Der Seidel. Wieder ein Tor gemacht. Wie schon gesagt, ich vermute, dass der Seidel auch wirklich so als kleiner Ersatz für Duxch so gedacht ist. Wenn Duxch irgendwann wieder zurück nach Scheiß Pauli muss, dann haben wir noch den Seidel da. Der auch sehr viel Spielpraxis ja schon mittlerweile von Markus Anfang kriegt und auch von mir. Und deswegen, also ich finde den Jungen sehr, sehr gut. Wie gesagt, gegen Mainz wurde er auch noch richtig gefährlich. Oh. Na, hat 40 aufgegeben. Wir werden es wissen. Na, also die Angriffe sind ja nicht wirklich welche, ne? Komm mal auf so Wein da unten, Mann, ey. Weiter geht's. Oh! Da passt dir noch, oh, dieses bekannte F-Haar, ne? Dieses Faux-Haar. Eieiei. War das eng. Freunde. Faux-Haar eng. Um mal nicht solche wilden Kraftausdrücke zu verwenden. Faux-Haar, das könnte wirklich das neue Wort sein. Faux-Haar.
Oh, war das wieder Vorhaar. Hopp, hopps und hopps und chopp und... Oh nein! Den hat er aber abprallen lassen, das war echt Mist. Komm, oh! Sehr schön. Oh, jetzt war wieder Vorhaar. Oh, Vorhaar! Alles Vorhaars. Ich glaube, die Folge nenne ich auch direkt mal Vorhaar. Oh, wieder Vorhaar! Das ist doch nicht normal. Wie viele Vorhaars habe ich hier heute? Mist. Sehr schön. Ah, dieses Spiel ist toll. Dieses Spiel ist einfach wunderschön. Und wieder meins. Oh, hätte ich auch weiterpassen können, ich weiß. Aber ich dachte, vielleicht steht er ein Abseits da hinten oder so, weiß ich nicht. Aber ja, doch, ich glaube, der stand tatsächlich auch im Abseits. Nicht der Seidel, sondern der Zombie da auf der anderen Seite. Oh, geht weiter. Achso, hab ich schon. Hä? Das war doch keine Ecke. Oder doch? Ich bin ein bisschen irritiert. Na, das war ja totaler Müll. Ja, selbst der Torhüter braucht erstmal so einen kleinen Applaus. Das hat er sich auch mal verdient, tatsächlich. Ah, das war... Das sah man voraus. Das war... Sehr geil. Vor den Kräutern, vor den Fürtern meine ich. Kräuterern. Vor den Kräutern. Vor den Schnittläuchen. Okay, Entschuldigung. Schnittlauches. Ja, so viele Vorhaars gehabt, jetzt passt das denn doch. Andersrum, wenn die Vorhaars reingegangen wären, dann hätte es auch höher ausfallen können alles. Naja, Spiel ist noch nicht vorbei, ne? Ein fünftes Tor wäre ja nochmal schnell geschossen. Und tatsächlich ist Kräuter Fürth in richtigen Leben, in real life, echt nicht gut drauf, ne? Also wirklich sehr enttäuschend tatsächlich die Saison. Wieder der Seidel. Ich wollte gucken, kommt der noch auf, zeitig ran auf der anderen Seite? Schafft er das noch und so? Da wollte ich mal gucken, aber ich war mir auf einmal auch plötzlich sehr, sehr uneinig. Guck mal, der hat auch beinahe gepasst dadurch. So, nicht nochmal, wir gehen mal einfach mal hier hin. So hin. Oh, scheiße, kannst du ein bisschen freier laufen. Oh, wieder Vorhaar. War der Keeper da noch dran? Nee. Das war einfach nur Vorhaar. Ist das geil. So, 5:1, Freunde. 5:1. So, am Ende wird auch nochmal der Steven Leverenz belohnt. Boah, er schwitzt aber auch der Öllappen, Alter. Ne? Aber ich würde genauso schwitzen, glaube ich. Ich glaube, ich würde noch mehr so richtig wie ein Rasensprenger. Also würde ich, glaube ich, schwitzen, glaube ich. Der hat den aber richtig verdreht noch ordentlich, ne? Dass er nochmal gegen Innenpfosten geknallt ist. Den hätte man nicht so spannend machen müssen. Aber ich meine 5:1. Ja, das ist tatsächlich verdient, Freunde. Sowas von verdient. Kann man nur sagen. Und wieder ist der Ball weg. Kräuter Fürth demontiert. Das war's. Ja, komm. Ihr buht doch nur wegen eurer Mannschaft. Ne? Die Förder waren nicht bei der Sache. Ja. Und die Unzufriedenheit ist einfach zu merken.
kann man nur sagen. So, meine lieben Freunde, das war's auch schon wieder für heute. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Lasst einen Daumen nach oben da. Was Schönes in den Kommentaren und auch ein Abo würde mich freuen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!